Special Bit Studios, juhu! So, hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der Reihe Spiel die Demo. Wir spielen heute die Demo von Angelo and Demon. Und wir starten einfach direkt ein neues Spiel. Autospeicherung wird überschrieben, ja, passt schon. Okay, wir spielen also momentan den Tod und wir haben ein schickes Handy und eine schicke Tür. Okay, wir sollen das Gerät mit der Tür benutzen. Okay, ist ein moderner Tod. Der geht auch mit der Technik. Concierge. Okay. Was auch immer. So, nehmen wir den Aufzug. Dann gehen wir doch ins Obergeschoss. Oh ja, das kenne ich doch irgendwie. Und das kenne ich doch auch irgendwie. Das nicht. Okay. Das ist aber witzig, dass der einfach eine Etage übersprungen hat. Gut. Also, Raum Nummer 6. Nö. Da muss ich nicht hin. Da muss ich nicht hin. Da muss ich nicht hin. Wie gesagt. Wenn der einfach eine Etage überspringt, kann ich hier auch nichts für. Okay, die Tür klingelt. Gehen wir doch mal hin. Nice costume, pal. There a party around here somewhere? This is gonna get me tons of likes. Wow, cool voice. Viel zu gechillt, der Typ. Was ist mit deiner Stimme passiert? Okay. Dann probieren wir mal, sein Telefon zu laden. Wo können wir sein Telefon laden? Wo haben wir unser Ladekabel? Vielleicht am PC? Okay, cool. Hier ist unser USB-C-Kabel oder Micro-USB-Kabel. Ich weiß es nicht. Yay. Okay, also, das ist die magische
Key, wie auch immer man das ausspricht, Key, Ladebuchse offenbar. Dann geben wir das doch mal an den um. Okay. Also, dann gehen wir da noch mal hin. So, dann schauen wir uns mal Popel an. Wir wollten irgendwas suchen. Ja, hier. Auch nicht schlecht. Okay, also wir probieren das mal aus. Dann Magneten. Magneten sollte man ja üblicherweise am Kühlschrank haben. Denn da haben wir eine Menge Magneten, zum Beispiel den Goldknopf. Okay, hier gibt es eine Menge so Dinger. Aber wir nehmen natürlich den Apfelmagnet. Wir schauen uns noch ein paar andere Magneten an. Okay, interessante Nummer. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wir gehen mal gucken, was im Kühlschrank ist. Nee, nee, Tür schließen wollte ich noch nicht. Ich wollte hier noch ein bisschen rumgucken. Da haben wir eine berühmte Limonade, die packen wir auch mal ein. Gut, also, ihr kennt es ja in Point-and-Click-Adventuren, immer alles mitnehmen, was nicht liegen geblieben ist. So, wir haben ein Handy oder ein Mobiltelefon, eine tragbare Fernsprecheinrichtung. Wir machen eine Tür auf, wir kombinieren vielleicht mal den Akku mit der tragbaren Fernsprech. Ja, ist ja gut. Und wir schmeißen dich in die Mikrowelle und dann. Okay, wir müssen offenbar den Schmutz wegschmeißen. Gut, dann würde ich doch hier wieder schließen. Dann gehen wir nochmal zu unserem genialen PC. Wir sind ja Internet-Nerds. Alles, was wir herausfinden, finden wir nur über den PC raus. Ja, passt schon. Kann ich hier nicht noch irgendwo suchen? Offenbar nicht. Okay. Dann gehen wir mal da rein und schauen mal. Oh, wir haben hier ein Toilettenpapier. Wir haben noch eine Wasch. Was auch immer. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Okay. Ja, hast du schon gesagt. Quietschente.
Ein Schrank. Cool, eine Zahnbürste. Toilettenpapierrolle habe ich schon. Ja, dann denke ich, habe ich eigentlich schon eine Idee, was ich mit der Mikrowelle anfange. Das müsste ja irgendwie passen. Dann würde ich doch mal erstmal Cola nehmen und in die Mikrowelle. So. Dann würde ich mit der Zahnbürste da mal ein bisschen rumbürsten. Und dann wischen wir mal ab. Ja, ist ja gut. Und there we go. Close the door und klingeling. Wie auch immer, wir haben das Handy wieder, das Mobiltelefon, die tragbare Fernsprecheinrichtung und die geben wir zurück an den ursprünglichen Besitzer. Need afterlife assistance? Call Grim Fandango, Manny Calavera. Enjoy your ride. Okay, dann sind wir jetzt hier also irgendwo an. Entschuldigt bitte. Sind wir hier jetzt also irgendwo angekommen und reden nochmal mit unserem Fuhrmann. Okay, so, was gibt's denn hier Schönes? Hier gibt's einen Tresor, hier gibt's sonst nix. Okay. Dann schauen wir hier doch mal ein Schild an. Dieser Höllenbahnhofsbrücke wurde gesponsert von dem Geld, das die Regierung dir gestohlen hat. Danke, Kundenservice 2233 0088. Definitiv. So, dann schauen wir uns hier doch noch mal um. Was haben wir hier?
Okay, das ist kalt. Da oben ist eine Straßenbahn. Was auch immer die da soll. Better call. Okay. Okay. Also düsen wir hier wieder davon. Ich glaube, hier oben haben wir alles, was wir so hätten haben können. Da unten ist auch noch ein Kamerad, mit dem reden wir mal. So, ruf mir einen Wagen. Okay, bis dann. Gut, können wir dann da rein? Okay, warum arbeitest du hier? How can I?
Okay, also wir müssen das annehmen, wir können uns gar nicht dagegen wehren, dann reden wir nochmal mit dem Roboter. Okay, so, was haben wir denn im Inventar? Wir haben hier Champagner, den können wir ja mal versuchen einzufrieren. Trinken wir ihn? Geben wir ihm den Sensenmann? Wir könnten ihn eigentlich mal anrufen. Vielleicht verschwindet er dann. Okay, so. Dann gehen wir doch mal zum Tresor. Außentemperatur. So. Der Reaper, der hat ja, soweit ich weiß, einen eiskalten Atem. Deswegen wollte ich ja eigentlich hier irgendwie eiskalt. Okay. Dann können wir den ja vielleicht hier in das Glas des Sensenmann kippen. Okay, dann würde ich mal hier das Glas mit der Kälte benutzen. Hat es irgendwelchen Effekt gehabt? Kann ich dann das Glas. Nee. Okay. Können wir vielleicht den Schlauch mit dem Tresor verwenden? So als Verlängerung zur Kälte. So, dann würde ich vielleicht mal den Schlauch mit dem Klebeband an den Tresor pappen. Okay. Fragen wir vielleicht ihn noch mal kurz. Okay, da. Oh, hab ich. Wo bin ich denn? Da. Fortsetzen. Habe ich dem aus dem Monitor geklickt. War ein bisschen ungeschickt, sorry. So, schauen wir uns doch noch mal an, was wir hier. Mikrofonplatz. So, ich glaube, das war das Keyword, um mit diesem Menschen hier nochmal zu reden. Jo, 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 jo. Dann schnappen wir doch das Mikrofon und packen es mal hier hin. Was auch immer das sein soll. Oh, der ist jetzt angeheitert. Warum auch immer.
Wunderbar, was haben wir hier? So, okay, da haben wir einen Ausweis, den können wir wahrscheinlich dem Typi geben. Und dann sind wir hier raus wahrscheinlich. So, dann reden wir nochmal mit dem. So. Die haben ja schon geredet, alle miteinander. Mit dem Sensenmann kann ich auch nicht mehr reden. Hier ist auch nichts mehr. Da ist noch die Kälte. Was ich mit der Kälte tun sollte, weiß ich nicht. Was ich mit dem Glas machen sollte, weiß ich eigentlich auch nicht. Was ich mit dem Demon machen soll, kann ich den Demon vielleicht in die Kälte packen? Hier über die Brücke komme ich auch nicht. Okay. Dann steigen wir doch einfach mal in den Zug. Und die Demo ist beendet. Danke fürs Spielen der Demo. Kaufen Sie das ganze Spiel. Yay! Und wir beenden einfach das Spiel an der Stelle. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit und Cheerio!